Die DFB-Frauenauswahl hat sich den Traum vom Titel bereits erfüllt. In einem elektrisierenden Finale haben die Fußballerinnen Norwegen schlagen und sich den 8. EM-Titel sichern können. Die U21-Hockey-Frauen haben diese Herkulesaufgabe noch vor sich. Am Samstag startete in Gladbach die Junioren-Weltmeisterschaft im Hockeypark. Und damit hallo zu einer neuen Ausgabe von Sport Kompakt. Kommen wir zunächst aber noch einmal zurück zum Fußball. Borussia Mönchengladbach hat den letzten Test vor den Pflichtspielen bestanden. Mit einem 1:2 schlug die Farbe-Elf den schottischen Gastgeber Celtic Glasgow im eigenen Stadion. Das macht Mut für den kommenden Sonntag, wenn die Schwarz-Weiß-Grünen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen SV Darmstadt 98 antreten müssen. Zu den Vorbereitungen wird Cityvision natürlich berichten. Obwohl die Hausherren ausgeflogen waren, blieb es im Borussia-Park trotzdem nicht ruhig. Auf dem Benefizlauf des Lions Club Mönchengladbach konnten sich zahlreiche Läufer auf den 7, 14 und 21 Kilometer langen Strecken rund um das Stadion ganz nach dem Motto mit Bewegung viel bewegen, ordentlich auspowern. Ja, ich sehe eigentlich entspannte und fröhliche Gesichter. Die meisten waren, glaube ich, sehr angenehm von der Strecke, die ist leicht zu laufen. Wir haben natürlich Glück mit dem Wetter, weil es nicht so heiß ist. Es ist optimales Laufwetter und viele schätzen auch die 7 bis 21 Meter als Vorbereitung für größere Läufe, zum Beispiel Marathonläufe. Und ich habe da wieder alte Hasen entdeckt, die also schon lange dabei sind und die gerne immer so einen Lauf als Vorbereitung nutzen. Gerade diese alten Hasen dürften sich dann auch mit der nötigen Inbrunst der sportlichen Herausforderung eines 21 Kilometer langen Laufes gestellt haben. Hobbyläufer konnten sich dann auch mit den kürzeren Strecken zufrieden geben. Während im letzten Jahr rund 10.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen sind, rechneten die Veranstalter auch in diesem Jahr mit einem ähnlichen Erfolg. Die Einnahmen sollen Kindern zugutekommen, die Opfer von Flutkatastrophen wurden. Karneval ist Sport. Und damit meine ich nicht diese typische Bewegung. Auf der Anlage des Reiter SV hat der Mönchengladbacher Karnevalsverband zum Buhl-Turnier geladen. Weltweit vielleicht sogar das Buhl-Turnier mit den meisten ehemaligen und amtierenden Prinzenpaaren. Der Karnevalist mag es gesellig. Und welcher Sport ist geselliger als Buhl? So wurde auch gleich ein Ascheplatz zu einem Buhlodrom umfunktioniert. Hier konnten dann rund 20 Gladbacher Hoheiten ihre Hand-Auge-Koordination unter Beweis stellen. Das hatte dann auch besser geklappt als erwartet, denn selbst ohne Zielwasser wurden hier vielleicht sogar bisher verborgene Kugeltalente entdeckt. Das ist einfach lustig, weil wir Karnevalisten sehen uns ja eigentlich nur in der Karnevalszeit. Und dann haben wir natürlich unheimliche Sehnsucht im Sommer und dann treffen wir uns. Ja, eigentlich, wenn man das hier so beobachtet, gut. Das ist total lustig. Man frotzelt immer schon mal so, nein, mein Ball war näher als deiner. Aber das ist, glaube ich, alles ganz harmlos. Nach 6 Stunden ist es am Ende dann doch beim sportlichen THT geblieben. Sieger sind Jochen und Kaspar Bücker sowie der ehemalige Kinderprinz Jonas Witz geworden. 16 Teams, 7 Spieltage, ein Gewinner. Am Samstag war Anstoß auf der 7. U21-Hockey-Frauen-WM. Erstmals ist Deutschland Austragungsort des Turniers. Und obwohl die Niederlande als klarer Titelfavorit gehandelt werden, hat die DHB-Auswahl von Bundestrainer Marc Herbert einen soliden Start hingelegt. Der Traum vom WM-Sieg im eigenen Land. Für die deutschen Hockey-Juniorinnen kann dieser jetzt in Erfüllung gehen. Und bereits der erste Spieltag machte Lust auf mehr. Vor einer lautstarken Heimkulisse im Hockeypark traf die deutsche Mannschaft auf Turniererstling Belgien. Mit dem erwarteten Kampfgeist starteten die Gastgeberinnen in die Partie. Das ideenreiche Spiel nach vorne münzte auch gleich Lea Stöckel in der 4. Minute in das 1:0 um. Belgien setzte nach, spielte selbstsicher, konnte aber nicht so richtig Fuß fassen. Bis zum Halbzeitpfiff gehörte das Feld den deutschen Frauen. Die nutzten jede Gelegenheit, um in den Angriff überzugehen. Die kämpfende belgische Abwehr konnte dann auch nicht das 2:0 durch Jana Gonnermann in der 16. Minute und kurz darauf Sabine Knüpfers 3:0 verhindern. Kurz vor Abpfiff fiel dann noch der Ehrentreffer der Gäste zum vorläufigen 3:1. In der 2. Halbzeit blieb das Geschehen auf dem Feld unverändert. Die deutsche Auswahl präsentierte sich angriffslustig und kombinationsfreudig, während Belgien weiter in die Defensive gedrückt wurde. In der 36. Minute erhöhte die Kapitänin Rebecca Grote auf 4:1. Im Überzahlspiel nach einem belgischen Foul fiel dann das 5:1. Den Torreigen beendete dann Marilena Kraus, als sie 10 Minuten vor Schluss zum 6:1 traf.
Nach dem fulminanten ersten Gruppenspiel gegen Belgien traf Deutschland am Sonntag auf den Weltranglisten 14. Spanien. Und eins war klar, 3 Punkte werden hier nicht so leicht zu holen sein. Eigentlich hätte die DHB-Auswahl am Sonntag bereits die Weichen für einen frühzeitigen Einzug ins Viertelfinale stellen können. Beflügelt vom Vortag setzten die deutschen Frauen ihr erfolgreiches Spiel fort. Zweikampfstark setzte sich Lea Stöckel vor dem spanischen Tor durch, passte an Sabine Knüpfer weiter, die in der 6. Minute den 1:0 Führungstreffer verwandelte. Der Jubel der rund 1000 Zuschauer füllte den Hockeypark. Wenig beeindruckt waren dann aber die Ibererinnen am Zug. Die erhöhten das Tempo und störten erfolgreich den deutschen Spielaufbau. Nach zahlreichen erfolglosen Ecken auf beiden Seiten war es dann die spanische Kapitänin Berta Bonastre, die endlich an Keeperin Lisa Schneider vorbei ins Netz zum 1:1 traf. 2 Minuten später ging es in die Pause. Mit frischen Kräften startete Deutschland eine Serie von Angriffen, die im 2:1 Zwischenstand durch Marilena Kraus in Minute 41 endete. Hektisch wurde es dann im deutschen Viertel. Nach einem Ballverlust zieht Carola Salvatella ab und trifft zum 2:2 Ausgleich. Gelb-Grün für Deutschland folgten, das Unterzahlspiel überstand das DHB-Team aber schadlos. Dann die große Chance. Nach einer Flanke ist der Ball im spanischen Tor. Der Treffer zählt für fast 1 Minute, bis die Unparteiischen das Tor für ungültig erklären. Es blieb beim verdienten 2:2. Mit einem Sieg und einem Remis bleibt Deutschland weiter an der Gruppenspitze. Weiter geht es gleich morgen gegen England. Wenn auch Sie eine Weltmeisterschaft gleich um die Ecke erleben wollen, dann können Sie Tickets unter anderem einfach per E-Mail bestellen. Das war Sportkompakt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.